Das Serienevent des Jahres läuft seit dem 15. April auf Sky Ticket. Game of Thrones Staffel 8 ist da. Why do you think I came all this way? Und wir haben bereits Woche für Woche die neuen Episoden der finalen Season besprochen. Yeah. Doch heute betrachten wir Staffel 8 als Gesamtbild und sprechen über die Stärken und Schwächen des letzten Puzzleteils von Game of Thrones. We have won the Great War. Now we will win the last war. Dabei wird es allerdings zu Spoilern kommen. Daher schaut euch dieses Video bitte auf eigene Verantwortung an. What you command, we will obey. Zu behaupten, dass die finale Staffel von Game of Thrones gespalten aufgenommen wurde, ist zurzeit, glaube ich, eine Untertreibung. We're discussing treason. Viele Fans sind traurig, verzweifelt und geradezu wütend. Fanpetitionen verlangen, dass die gesamte 8. Staffel neu gedreht wird. No! Get back! Get back! Und viele treue Zuschauer scheinen nicht einen guten Aspekt an der neuen Staffel benennen zu können. I'll burn you alive. Ich persönlich weiß, wie sich etwas derartiges anfühlt. Denn als 2017 The Last Jedi in die Kinos kam, hatte ich ein ähnliches Erlebnis und warf dem Film vor, meine geliebte Saga und viele Charaktere verraten zu haben. Deshalb ist es umso überraschender, dass ich mich diesmal den schwer enttäuschten Fans nicht anschließen kann. So you're the man. Ich fand sowohl die letzte Staffel als auch das Ende dieser Saga befriedigend. Heißt das also, dass ich keinerlei Probleme mit Season 8 habe? Doch, sogar einige. What about my earlier proposal? Und genau deshalb beginne ich auch diesmal mit den Dingen, die mich an der finalen Staffel störten, bevor ich mich den positiven Aspekten widme. He's not kind. Fangen wir mal mit dem Pacing und dem Erzähltempo der Staffel an. Viele Fans störten sich bereits in Season 7 an der Geschwindigkeit, mit der wichtige Plotpunkte abgearbeitet wurden. Wenn also Gendry innerhalb einer einzigen Episode weit hinter die Mauer reisen und in Sekundenschnelle zurückrennen kann, brachte das Zuschauer zum Stirnrunzeln. Generell wurden lange Reisen, die in früheren Staffeln noch mehrere Episoden dauerten, binnen Minuten zu einem Ende gebracht. In Staffel 7 fiel mir das auch bereits auf, doch es störte mich nicht wirklich. Zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass die Zeit für das große Finale gekommen war und man daher die ewigen Reisen einfach nur abkürzt. Doch in Staffel 8 störte es auch mich. Nicht nur wurden simple Reisen schnell abgefrühstückt, nein, wichtige Story-Elemente und Charakterentwicklungen wurden uns im Schnelldurchlauf gezeigt. Hieß es in Staffel 5 bis 7 noch, dass der alles entscheidende und wichtigste Kampf aller Zeiten die Schlacht gegen die Weißen Wanderer sein würde? The true enemy won't wait out the storm. He brings the storm. Wurden diese sowie der Nachtkönig und die gesamte Mythologie rund um den Herrn des Lichts in einer einzigen Episode abgearbeitet. Das ist echt schade. Zum einen, da uns die Serie jahrelang suggerierte, dass die Weißen Wanderer wichtiger sind als die Person, die auf dem Eisernen Thron hocken möchte, und zum anderen wissen wir nun, dass sie nicht mehr zu bedeuten hatten als Supreme Leader Snoke in The Last Jedi. Sie waren ominöse Bösewichte und starben als ominöse Bösewichte. Hatten sie eine Agenda, ein klares Ziel, außer Menschen töten und den ewigen Winter einleiten? Nein, das ist eine echte Enttäuschung. Well, that is unfortunate. Nachdem also das groß angekündigte wahre Böse beseitigt wurde, ging es weiter im Kampf zwischen den Menschen. Und hier hieß es, Cersei sei nun das Endgame. Aber nein, sie sagt in der gesamten Staffel nur eine Handvoll Sätze und wird dann ebenfalls schnell aus dem Weg geräumt. Das bringt uns zu Dany, die nun als letzter Schurke hinhalten musste. Doch auch sie wird knapp 5 Minuten, nachdem sie sich als Gegenspieler offenbart, aus dem Weg geräumt, damit man die Serie so schnell wie möglich beenden kann. Und obwohl ich die meisten Charakter- und Story-Entscheidungen hier unterstützen kann, haben sich die Autoren mit diesem Gehetze diesmal keinen Gefallen getan. Which makes you either a traitor or a fool. I was a fool. Kaum widmet man sich einer Storyline, da wird diese schon beendet, um zur nächsten zu huschen. Und genau dieses Prinzip wiederholt sich leider immer wieder in der finalen Season. This one's on top, then that one's on top, and on it spins, crushing those on the ground. Heißt das, dass ich Staffel 8 etwa doch nicht mag? Nein, aber in diesem Tempo eine derartig komplexe Geschichte zu erzählen, fühlt sich einfach nur zu hektisch an. Das zweite Problem, das ich mit Staffel 8 habe, ist der fehlende Payoff für bestimmte Storylines, die jahrelang aufgebaut wurden. Die Weißen Wanderer und den Herrn des Lichtes erwähnte ich ja bereits.
Beides Thematiken, die sich durch 7 Jahre Game of Thrones zogen, bevor beide in einer einzigen Episode zu einem abrupten und auch unbefriedigenden Ende kamen. Das dritte Beispiel wäre Jon Snow und seine wahre Herkunft. Seit geraumer Zeit wissen wir nun, dass er in Wirklichkeit Aegon Targaryen und somit der rechtmäßige Thronfolger von Game of Thrones ist. He'd have a claim to the Iron Throne. Doch letztendlich hatte diese wichtige Information für den Verlauf von Season 8 keine große Bedeutung mehr, außer dass Dany, die ohnehin schon sauer war, noch saurer wurde. I wish you'd never told me. Rückblickend ist seine Herkunft meiner Meinung nach allerdings auch nicht unbedeutend. The next time we see each other, we'll talk about your mother. Da Roberts Rebellion, seitdem diese bekannt gegeben wurde, nun auf immer in einem anderen Licht erstrahlt. I'll kill every Targaryen I get my hands on. You can't get your hands on this one, can you? Doch ich hätte mir persönlich gewünscht, dass Johns Charakter ebenfalls mehr durch seine eigene Herkunft beeinflusst wird. My name is Aegon Targaryen. Aber hier enden auch meine Probleme mit Staffel 8. Jetzt sprechen wir mal über die Stärken, die gerne übersehen werden. Angefangen mit dem unglaublichen cinematischen Gefühl dieser Staffel. Ob gigantische Schlachten, Zerstörungswut oder einprägende Charaktermomente. Alles wurde handwerklich perfekt in Szene gesetzt und erneut von einem grandiosen Soundtrack begleitet. Setdesign, Kostüme, Cinematografie, keine andere Serie kommt hier auch nur annähernd an Game of Thrones heran. Und jetzt kommen wir zu meinem größten Lob, dem Ende unserer Charaktere. Ja, genau hier waren die meisten Fans schwer enttäuscht, doch ich für meinen Teil bin trotz gehetztem Storytelling zufrieden mit den Schlusspunkten unserer Hauptfiguren, die alle ihr Schicksal erfüllen. Ob Theon als geläuteter Mann stirbt, Jorah sein Leben lässt, um seine Khaleesi zu retten, oder sich Sandor Clegane endlich seinem monströsen Bruder stellt, das Ende ist verdient. Some unfinished business. Doch auch mit den Hauptfiguren bin ich sehr zufrieden und hier fange ich einfach mal direkt mit der kontroversesten Figur dieser Staffel an, Daenerys Targaryen. Sie wurde gegen Ende von Staffel 8 zur Mad Queen. I would expect nothing less from the Mother of Dragons. Eine Entwicklung, die mir zwar zu schnell herbeigerufen wurde, jedoch nicht wirklich überraschend kommt. Ihr Sinn als gerechte Befreierin war stets begleitet von Mord und Vernichtung. Dracarys. Und selbst ihre treuesten Berater appellierten stets an ihre Moral. Sometimes it is better to answer injustice with mercy. I will answer injustice with justice. Um eben nicht wie ihr Vater zu enden. But if you use them to melt castles and burn cities, you're not different. Doch selbst das alte Sprichwort sagt, dass bei der Geburt eines Targaryens die Götter eine Münze werfen und so entschieden wird, ob die Person eines Tages wahnsinnig wird oder nicht. They say every time a Targaryen is born, the gods toss a coin and the world holds its breath. Daenerys antwortete Tyrannen stets mit Tyrannei und lebte immer in einer schwarz-weißen Welt, in der sie sich selbst als schicksalhafte Anführerin sah. Doch nachdem sie in Westeros nur auf Ablehnung stieß und ihre geliebten Freunde sowie 2 Drachen verlor, sah sie ein, dass ihr Sinn von Gerechtigkeit bedeutet, diese Art von Welt zu zerstören, um eine bessere darauf zu bauen. We can't hide behind small mercies. Die Lannisters haben ebenfalls ein passendes Ende bekommen. Jaime bleibt geläutert, doch war trotzdem immer ein Sklave seiner Liebe für seine Schwester. She never fooled you. You always knew exactly what she was. Und so stirbt er auch Arm in Arm mit ihr. Der Kingslayer stirbt für seine Queen. Poetisch. Nothing else matters. Cersei selbst als ängstlichen Menschen sterben zu lassen, war eine äußerst mutige Entscheidung. Please don't let me die. Und zeigt, wie sie selbst für das größte Leid in ihrem Leben verantwortlich war. Aus Neid verhalf sie einst Extremisten zur Macht, wurde jedoch von ihnen selbst gefoltert. Shame. Shame. Aus Verachtung und Gleichgültigkeit gegenüber normalen Menschen benutzte sie die Zivilisten von Westeros als menschliches Schild, starb aber einen genauso bedeutungslosen Tod wie sie. Tyrion wurde für seine zugegeben dummen Entscheidungen der letzten Staffel auch geläutert, indem er zum Schluss auf der Seite der Moral stand. Varys is right. I was wrong. Ihm wurden die emotionalsten Szenen gegönnt und als Hand des neuen Königs kann er nun auch gut machen, was er in Season 7 und 8 alles verbockt hat. He's made many terrible mistakes. He's going to spend the rest of his life fixing them. Und nun kommen wir zu den Starks. Dass Bran am Ende auf dem Thron hockt, stört sehr viele Fans. Immerhin ist er so ziemlich die uninteressanteste Figur der gesamten Geschichte. Doch für mich hat es Sinn ergeben. Er ist frei von menschlichen Fehlern, frei von Eitelkeit, Stolz, Gier oder Sucht nach Macht.
Er tut, was logisch ist und ist somit der beste Anführer, den man sich vorstellen kann. Doch abgesehen davon finde ich es viel interessanter, dass mich der Thron zum Schluss gar nicht mehr gekümmert hat. Dieser starb für mich symbolisch mit Daenerys und dem Verbrennen des Eisernen Throns. Das Spiel ist zu Ende, die Intrigen vorbei. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Das Einzige, was jetzt noch zählt, ist das Ende der letzten Starks. Die Familie, die in dieses teuflische Spiel von Staffel 1 an hereingezogen wurde und immer wieder unter diversen Schachzügen leiden musste. The Lannisters send their regards. Doch Sansa, Jon und Arya kriegen würdige Enden, die mir ehrlich gesagt Tränen in die Augen treiben. Nach dem Terror, den Sansa unter Joffrey und Ramsay durchmachen musste, ist sie nun Königin des Nordens. Winterfell ist nicht nur in Stark-Händen, sondern unabhängig und das offiziell anerkannt. Sansa ist die perfekte Anführerin. Sie ist in der Lage, moralisch richtige Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig hat sie auch die besten mentalen Tricks und Listen von Littlefinger gelernt. Thank you for all your many lessons, Lord Baelish. I will never forget them. Arya wird zur Abenteurerin, die in die Welt hinauszieht. Etwas, das sie mit ihrem Schattenwolf Nymeria gemeinsam hat. That's not you. Die junge Stark-Tochter suchte schon immer die Herausforderung. Und das Leben als Lady war nie ihr Ding. And I don't want to be a lady. Es ergibt also Sinn, ihr die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu finden, indem sie einfach sie selbst bleibt. That's where I'm going. Dass Jon zurück zur Nachtwache geschickt wird, ergibt für mich ebenfalls Sinn. Trotz adliger Targaryen-Herkunft bleibt Jon der ewige Underdog. Seine Familie und er werden ihn immer als Stark betrachten. Doch gleichzeitig ist er es auch gewesen, der die Wildlinge geeint hat. Free folk, the Northerners and the Knights of the Vale fought bravely, fought together and we won. Ein Volk von Außenseitern. Dass er nun mit diesem Volk, zu dem auch sein bester Freund Tormund und einst die Liebe seines Lebens Ygritte gehörte, geht, ergibt für mich Sinn. You've got the North in you. Der Ausgestoßene aus Westeros wird nun zum Idol des ausgestoßenen Volkes. Besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Zusammengefasst muss ich sagen, ja, Game of Thrones Staffel 8 ist definitiv die schwächste Staffel der Serie. Gleichzeitig ist das aber auch Meckern auf sehr hohem Niveau, denn kaum eine Serie kommt an die konstant hohe Qualität dieses Epos heran. Doch trotz genannter Schwächen ist Staffel 8 für mich immer noch ein befriedigendes Ende, mit dem ich mich definitiv abfinden kann. No one is very happy. Which means it's a good compromise, I suppose. Die gesamte 8. Staffel gibt es seit dem 15.04. auf Sky Ticket zu sehen. Doch auch alle bisherigen Seasons dieses Epos gibt es dort im Angebot. Den Link zum Angebot findet ihr unten in der Beschreibung. Wie steht ihr zu Staffel 8 und Game of Thrones im Allgemeinen? Lasst es mich wissen und für mehr Game of Thrones schaut euch diese Videos an.